So. Damit willkommen zurück. Seid gerüstet mit dem Zwerggenommen. Aber zum Gegner nochmal offiziell zu einem neuen Stream, zu einem neuen Part. Darf End Texas mit dem Zwergfürst. Ich habe mal was im Spiegelzimmer stehen, im Dressing Room stehen. Und ich habe mal was auf Arbeit stehen, im Room Office. Ich spiele das Ganze jetzt hier im Stream. Mal schauen, wie aktiv der Chat sein wird. Wie viele Leute da noch dazukommen werden. Achso, ich wollte ja das Buch aktivieren. Sekunde. Das können wir mal aktivieren. Falls der Chat da ist, kann er damit abstimmen. Falls nicht, dann ja, lassen wir das rote Buch einfach beiseite. So, wir haben einen neuen Arbeitstag. Oh, und wir haben eine Auszeichnung bekommen. Best Newcomer Present to Kundenbilder. To the Killing of Many Humans. Eine Auszeichnung für das Umbringen vieler Leute. Okay, hier haben wir ein paar Münzen. Ah, ich denke, die kriegen wir dann mit dazu, wenn wir die hier reinstecken. Sonst waren die weg, wenn ich die reinstecke. Okay. So, was steht im Handy drin? Drunky Captain Crash straight into Coastal Rocks. Okay. Haben wir den Captain getötet im letzten Part oder was? Ja, ich hab's schon privat für die, falls jemand aus dem zuschaut. Ich habe zwischendurch schon eine Stunde das ohne Stream gespielt. Also, ja. The worst apple have so oft example. Okay. Die Nachrichten des Tages. Hier haben wir das Abstimmungsbuch. Hier liegt unser kleines Plüschtier. Okay. Okay, das ist eine Instruktion für den Tag. Ich lege das rote Buch erstmal beiseite. Ich sehe noch keinen im Chat, der sagt, jo, ich bin hier. So, also. Und wir haben eine Quote für den Tag. Drei Menschen müssen sterben und spare any human's age between 30 und 60, if possible, also müssen nicht, aber wir können, also wenn es möglich ist, wenn möglich. Okay. Älter als 35 und jünger als 60. Okay, legen wir schon mal beiseite. Ja, das sind die hier, das ist, einen davon sollen wir sparen. Okay, verstehe. Und drei müssen sterben. Okay, schauen wir uns mal an. Hier haben wir Rajesh Nakravi. 32 Jahre alt. Ölfrecker. Rajesh ist in der Fracking-Industrie of the money and no cries from environment will make them music. Okay. Fracking Firm, okay, das ist interessant, das ist der. Dann haben wir Florenz Oluwa, 26 Jahre alt, sehr organisiert, Organizer, was auch immer das ist. Florence is one of the central organizer behind canvassing for the election. Of popular politician Bernie Sanders. Sicher, dass es keine Anspielung auf Bernie Sanders ist? Okay. Okay, dieses politische. Ach, okay, die Kampagnen-Typen für einen. Kampagnenorganisiererin für. Ja, für einen Politiker. Okay, MeTuber. Aha, okay. Content Creator. Mit 41.
tapfer in dem Alter. Earl P. Grey, und Grey ist Graying Dead Looking Psychopathic Content Creator. Psychopathic? Oha. Okay, ist vom San Diego. Cosmopolis City. Of Beer while watching the... Okay. While watching the... Oh ja. Er will die drei Weltbrennen sehen. Sehr schön. Okay. Earl Grey. Ein YouTuber. MeTuber. Motivational Speaker. Also Motivationslehrer. Mercury ist hier. Nicht Sankt, sondern... Heiliger ist er noch nicht. Ist die Stefan wahrscheinlich. Vielleicht Johannes. Mhm. Okay. Interessant. Und dann haben wir noch den Kollegen hier, Messerschmidt-Uni Lanzo, 60 Jahre alt, Engineer und Musiker, das ist ein Unterschied. Part-time Scholar, part-time Engineer und part-time Musiker. Okay. Interessant, Leute, alles. Ein YouTuber, ein Musiker, ein Motivationstrainer, ein politischer Manager und ein Ölfricker, ein Ölarbeiter. Okay, drei Menschen müssen sterben, müssen einen überleben lassen, zwischen 35 und 60. Okay, dann lassen wir den doch gleich mal überleben hier. Wollen wir doch gleich mal machen hier. Dann haben wir hier schon mal einen gesperrt. Zwischen 35 und... Oha, zwischen 35 und 60. Der ist schon über 60. Egal. Drei müssen wir töten. Dann lassen wir ihn noch leben. Habe ich den YouTuber am Leben gelassen. Okay, ja. Unterhaltung ist wichtig in Krisenzeiten. Das ist ein wichtiger Job. Drei müssen wir töten. Na dann. Humans have to die. Na dann. Tschüss. Motivationssprecher. Tschüss, Politiker. Unterstützer. Tschüss, Ölfrecker. Ja, okay, haben wir drei getötet. Let's go. Ich merke, es wird immer schwieriger. Wenn man sich mal vertut, wenn man was falsch, wir brauchen ein Radiergummi. Wir müssen uns mal ein Radiergummi kaufen. Okay. Grim. Ah, yes, there you are. Good, good. Okay, now, listen up. Was gibt's, Chef? You fulfilled your tasks adequately, and all that. However, an emergency has occurred which requires my utmost attention, and I must depart for a couple of days. Ah, okay, der Chef ist weg für ein paar Tage. Interessant. Yes, straight to the point. Wir fragen nicht, was er hat, das ist doch, oder was es für ein Problem ist. Das ist... Even though you passed the evaluation, mach mal noch nicht. I cannot leave you without any supervision. You will have more freedom, sure, but it is not limitless. Therefore, you will have to continue your daily reports as usual. I will be informed of your progress. Okay. Why, you are already acquainted. It will be Lady Pordington, of course. Die Katze?
Die Katze wird ihm berichten. Okay. Wir müssen seine Katze Bericht erstatten. Interessant. Na dann. Miau, 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 miau. Alles klar. I know what you're thinking. I do provide ancient powerful widgets. Okay, Hallöchen, Herr Händler. Ein Kaktus für dir, ein Radio für den Schreibtisch. Und nicht schlecht. Und Holy Smokes. Die Klamotten. Gekauft. A cursed feller than any of my Outfit-Möglichkeiten. Not to me wildest dreams could I rob so many lives. Tis gazing down the length of an infinite tobacco stick, inching ever closer to the end. An ancient shaman gifted me this pack after I rescued their child from the rabid coyotes. Guess they weren't pleased with me good deed. Uh-huh. Assume this visage and forever be reminded of the mortality of all. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, mit dem Regen können wir nicht, das wird mal ausprobieren. Okay, dann gehen wir mal Dressing Room. Das haben wir wahrscheinlich für den Kopf gekauft. Meine Kopfoutfits. Na, zeig mal her. Ach hier, Smoking. Menschen mit einer Zigarre im Mund. Okay, sieht ja schon fast menschlich aus. Das sieht ja hier sehr interessant aus. Ja, aber nein. Bleib bei meinem schönen Skelettkopf hier. Nehm den hier, den Flowerpower. Den Manny. Dings. Okay. Hallo Teufel. Können wir dich noch irgendwann mal besuchen? So. Neuer Tag. Chef ist nicht da. Guck mal, was er gerade heute anzubieten hat. Oha. Ein Radierer. Radierer. Avast, this tale is beyond reproach. We were sailing the high seas when we found a shipwreck. Den Radierer haben wir nötig, langsam. Has power to erase even the most dreadful of mistakes. Wenn wir uns mal verklicken, haben wir schon mal letztes Mal bemerkt. Das kann schon. Never heard from the love interest again. Amazing little thing. Okay, dafür müssen wir mal sparen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Sache. Die Kugel hier. So. Wenn ihr mal mitbestimmen wollt, wenn ihr mal mitmachen. Ach du Schande, was haben wir denn da? Werden wir gleich sehen. Wenn ihr mal mitmachen wollt, das rote Buch liegt hier. Sagt mir im Chat Bescheid, ob ihr da seid. Noch habe ich keinen gesehen, der gesagt hat, jo, ich bin hier. Kann ich mit das Buch mal benutzen? Ansonsten können wir es in den Schubladen legen. Können wir fast machen. Ja. Irgendwann eine Schublade, gerade wo wir es nicht brauchen. Wir haben ein Ups-Radiergummi. Okay, was läuft in der Welt? Note Motivational Speaker und kommen jetzt zur Zeit. Oha. In Jail. Damages from fucking the meat to be. Ja, okay, ich habe da ein bisschen Unheil mit angerichtet. Interessant. So, was haben wir hier heute? Greeting vom Afargum. Okay, fehlt. Do not ask, haben wir nicht gemacht. Gut, von der drei Pflanzen müssen sterben. Okay, jetzt wurde ich ins Pflanzen-Department gesetzt oder was? Okay, hier haben wir Alupi.
Kurusprathenis. Da werden die Pflanzen ganz, ganz wütend auf uns, wenn wir da den Falschen töten. Interessant, jetzt müssen wir Pflanzen umbringen, statt Menschen. Okay. Okay. Albopekiruspata. Okay, was zum. Das ist ein Schilf, wenn ich das richtig sehe, so ein Schilf. Photosynthese. Ist hier ihr Job. Ganz jung, 0 Jahre alt. Das ist so eine Art, ja, Seegras. Seegras, Schilf. Okay. Drei Pflanzen müssen wir töten. Dann haben wir einen Bodybuilder, Kürbis. 2 Jahre alt. Der wird dann schön verfaulen. Er hat viele andere Pflanzen zerstört, Kürbispflanzen zerstört, um zu überleben. Okay. Und hier haben wir einen Rosenbusch. Wenn ich das richtig interpretiere, 2 Jahre alt. Ja. Ah, Display Window of a Flower Shop. Okay, das ist ein schöner Flower, wenn der jetzt verwelken soll, bevor er verkauft wird. Okay. Chefliga Arboricula. 5 Jahre alt. Kompagnon. Okay. Das ist eine Zimmerpflanze, wie es ausschaut. Lisa, der Hausplant. Von einem Fotografiestudenten. Okay. Soria, eine, wie heißen sie, diese ganz beliebten Blumen, die es im Namen gibt. Wonderful timely harmless little flower growing on the side of secret military base. Absolutely delightful. Okay. Dann sortieren wir mal aus. Ich würde mal sagen, hier das Schilf. Ich wüsste nicht, ist relativ frisch, wie es ausschaut, kein Jahr alt. Ich weiß nicht, wie lange die Lebenszeit von so einem durchschnittlich erwartete Lebenszeit von so einem Schilfrohr ist. Schilfrohr. Was hat das für Funktionen? Das ist, oder ist das einfach nur Gras? Gras steht dort. Also auf jeden Fall eine unbedeutende Pflanze, würde ich sagen, oder? Und relativ. Das ist eine hübsche Blume. Ein Geschäft. Das würde jemanden traurig machen, den Händler, die verwelken würde. Das ist eine ganz unschuldige Blume. Das ist die Zimmerpflanze von einem Fotograf. Der wäre ganz traurig, wenn seine Blume verwelkt, dann sein Stück verwelkt, dann sieht das nicht mehr so schön aus wie ein Foto. Das packe ich mal hier rüber. Okay. Ah, das sind die Rot, das würde ich schon mal am Leben. 3 müssen sterben. Okay, hier haben wir einen Kürbis. Den wir dürfen verfaulen. Keine Kürbissuppe mehr. Puh, okay. Dann lassen wir das doch lieber im Laden hier vor. Und nee, die beiden würde ich auf jeden Fall behalten. Machen wir hier mal die. Dann bringen wir die 3 um hier, oder? Würde ich doch sagen. Und die. Hier mal ein paar Pflanzen töten. 3 Plants have to die. Okay, könnt ihr leben.
Hier noch eine hübsche Blume drauf malen. Mein Blumentag hier. Da ist der Chef einmal weg und ich muss Blumen töten. Interessant. Da haben wir ein paar Blumen umgebracht. Interessanter Tag. Es wird wohl eine leichte Woche. Aber wenigstens kriegen wir dafür Geld. Hallo Boss, Katze. Kann ich sie streicheln? The cat sits behind the table, very serious and official, like ignoring your presence. Slowly the cat turns her head towards you, her eyes blazing with anger. She mutters, then places her paw upon some documents littering the table. Aha. The cat repeats a sequence of counted meows. She then cooks back into a ball and closes her eyes. Aha. Mhm. Cat stares at you blinking, then proceeds to ignore your presence. Okay, wir werden schön ignoriert. Typisch Katze. She declares as you make your way out the door. Ja. Schöne Unterredung, Chef. Danke fürs Geld. Du musst die Maske jetzt kaufen. Sehr schön. Dear me, 'tis a tragic tale. You ever hear of the Dia de Muertos? A wild night. Neue Outfits. There we was, celebrating the passing of mi amigo. Ich suche noch das Richtige für mich. Woke up buried under a mountain of empty bottles. This mask stuck to me face. Never knew where it came from, but I will happily let the memory of me fellow buccaneer and me headache be carried by another. Okay, da war schon fast alles ausgegeben von heute. Okay, hier schwebt wieder eine Wolke drin. Psst. Hey, Reaper. I told you, you can't do this on your own. Okay, wer bist du? Hey now, playing with fire. Without me, you'll be incomplete. We're inside your skull, lurking in every reflection. No escape from us. That's a wrinkle. If we wander off, we shan't return. You think you can smother that little voice? Oh no, no. Sind das unsere Gewissen, unsere Ego oder unsere Gedanken? Oder was ist das? You're a void. I am keeping you on your toes, right? It's necessary. Was zum Henker ist das? Watch your back. Be seeing you. Mit wem haben wir da geredet? Unsere Gedanken oder was? Oh, hier. Totenmaske. Interessant. Immer noch nicht meins. Ich finde die Skelettschädel bis jetzt am schönsten. Für den hier immer noch passend. Am passendsten. Das Ende der Day.
Nächster Tag, mal sehen, was wir heute vorgesetzt bekommen. Von des Chefs Katze. Okay, die haben eine extra Coin. Da ist noch das rote Buch drin, falls mal jemand im Chat sich zu zeigen gibt. Angry Cat Eating Grass and Meowing. Okay. Da wirst du fest zu sehen, weil die Auswirkungen vom letzten Tag, wo wir die Pflanzen umgebracht haben. Okay. Serial Killer found arrested near without victims. Mhm. Interessant. Damit können wir ausradieren und was falsch machen. Okay. Zwei Menschen müssen sterben. Dann können wir schon mit unserem Kuscheltier, mit unserem Plüschtier spielen. Zwei Menschen müssen sterben. Riesling Pool, 29 Jahre alt, Seismologist. When just a kid, Ising went to a terrifying earthquake. Mhm. Seismologist, ja, ist halt was ist ein Seismologist? Das ist, es hat was mit der Erde zu tun, sie untersucht die Erde und Gesteinsschichten und so weiter, wahrscheinlich ja Gesteinsmineralologe, so ein bisschen was. Mhm. Irgendwas mit dem Earthquake. Okay, jetzt die Hälfte der Menschen müssen sterben, die wir auf dem Tisch haben. Ein Rentner, 63 Rufus. Ben Susan. Jemanden, der Rufus heißt, den kann ich doch hier nicht umbringen. Das ist doch hier nicht. Das Rufus remember them fondly non-endless. It was a time of danger. Hm. Okay, ja. Das ist mir doch eigentlich ganz sympathisch. Wir haben einen Keyboardist. Ellie ist not virtuoso. Ellie heißt er. 19 ist alt. Oha. Noch junges Alter zum Sterben. Okay, sie hat ihren Job hingeschmissen, wie es ausschaut. Fulltime, um ihre Träume als Keyboardist, als Künstler, als Musik, als ja, Keyboard-Künstlerin als verwirklicht, ihre Traum zu leben, ist ihren Job hingeschmissen. Retired Novelist Terence Hatchett, 63, 40 aus Terence wrote charming fantastical novels for youth and adults alike. Up until their health began to deteriorate, they still try to write every day, but the process keeps trying. Okay, ja. Hat Schreibglück haben. Versucht, er hat viele schöne Geschichten, fantastische Geschichten für Kinder und Erwachsene geschrieben. Für beide. Und ein schönes Leben gelebt. Das wäre jetzt Blödsinn. Das wäre jetzt 19. ist schwierig. Eine Rufus will ich am Leben lassen, aber es wäre Blödsinn jetzt, wenn ich eine Rufus am Leben lasse, dann eine 29-Jährige für zu töten. Oder das ist dann 19-jährig, das ist nicht, können wir gleich mal abhaken, oder? Das können wir gleich mal am Leben lassen.
Die 19-Jährige steht ja nicht so eine Debatte. Es ist ja hier. Es ist ja sowas so klar, dass die noch ihren Traum als Keyboard-Künstlerin verwirklichen kann und Künstlerin werden dann da kann das das zwar nicht. Dass die jetzt stirbt, nachdem sie einen Job hingeschmissen hat und dann. Ey. Ja gut, dann würde ich mal sagen. Tut mir leid für Rufus, aber ich kann doch hier vor allem nicht eine Seismologist, eine Wissenschaftlerin, die scheinbar auch, die bestimmt auch irgendwas dazu beitragen kann. Das ist halt irgendwie, vielleicht bestimmt, der soll einen friedlichen Tod sterben, der Rufus, der soll nicht vom Auto überfahren werden, gleich kann ich mir leider nicht ausruhen in dem Spiel, aber der soll einen guten Tod sterben. Aber ja, tut mir leid, aber kenne auch hier nicht. Sie kann ich mit meinem moralischen Prinzip nicht vereinbaren, dass hier das Haus von Nikolaus. Ich kenne die doch nicht. In so einem jungen Alter schon sterben lassen. Zwei Menschen müssen sterben. Zwei Menschen haben sterben lassen. Und schon wieder die Wolke.